Hallo und hallo liebe Angelfreunde zu einer neuen Folge von FSR Fishing. Wie ihr seht, ich bin wieder am Tatschenteich heute. Heute haben wir Tag und Nacht, das Wetter ist soweit schön angesagt. Wir gehen heute auf Karpfen. Ja, da hätte ich gesagt, dann bauen wir mal auf und dann zeige ich euch das Futter, das ich heute verwenden will. Los geht's! So, dann kommen wir zur Futterauswahl für heute am Tag und in der Nacht. Und zwar auf die anderen Routen kommen wieder die Bananenboilies auf und ganz oben auf kommt also ein kleiner Pellet. Und auf die zweite tun wir auf extrem fischige Boilies wieder und auch ein Pellet oben auf. Und um die Lockwirkung wieder zu verstärken, tun wir wieder ein Futter, das ich wieder hergerichtet habe. Auf. Dann hätte ich gesagt, ja, dann richten wir mal die Routen her, schauen wir, dass wir sie auslegen. Los geht's! So, jetzt haben wir da den ersten. Der zweite Fisch ist mir gerade ins Netz gegangen. Wieder leer, kleiner. So Leute, der dritte ist jetzt herinnen. Und zwar dieses Mal ist es ein wirklich richtig kleiner. Richtiges Baby. So, mittlerweile haben wir 9. Der Papa ist nachgekommen. Zwischenbilanz sind jetzt einmal 5 Karpfen. So, jetzt haben wir alles nicht bestückt. Schauen wir, was die Nacht so bringt. Wir melden uns dann, wenn wir einen Fisch auf der Matte haben. Ja, grüß euch, ich bin der Udo, der Papa von Fabian, und wir haben jetzt um ca. 11:15 in der Nacht einen 8,40 Kilo Karpfen gefangen. Ein wunderschönes Tier, unverletzt, und wir werden ihm jetzt wieder die Freiheit schenken.
So, liebe Freunde, da ist der nächste jetzt in der Matten. Mittlerweile haben wir 13:30 und der nächste schöne Spiegler gebissen. Der ist wirklich super. 7,5 Kilo hat er. Ein Traumfisch. Jetzt um 7:30. So, somit geht der schöne Fischertag zu Ende. Danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert bitte, schaut auf Instagram und Facebook vorbei, da kommen jeden Tag neue Bilder online. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Fischen und wir sehen uns in der nächsten Folge von FSR Fishing. Ciao!